nachts mit Harald Juntke zusammen im Synchronstudio und der hat mir dann immer die Sätze vorgelesen und hat immer gesagt, so, pass mal auf, mein Junge, jetzt sage ich dir den nächsten Satz und wenn ich dich so tippe, dann sprichst du den dahin aufs Bild. Und hat dann mir den Satz vorgelesen und dann habe ich aufs Tippen gewartet und dann ist dann Pinocchio daraus geworden. Und war der Juntke bei Pinocchio mit dabei? Ja, ja, der hat da eine der Rollen gesprochen, Georg Thomalla noch. Mhm. Die Grille war Georg Thomalla. Ganz genau. Ja, genau. Mhm. Jens Wawacek ist Peter Shaw und viele kennen Sie, glaube ich, auch als Mowgli aus dem Dschungelbuch. Ja, das Hörspiel habe ich gemacht. Ich glaube, die Hörspielfassung, die Synchronfassung, hast du die gemacht? Nee. Nein. Nee. Ja, 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 ich habe das Hörspiel gemacht. Man verliert dann mittlerweile irgendwann den Überblick. Ja, 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 weil ich kam ja aus Hamburg und die kamen aus Berlin und da wurden die großen Kinofilme synchronisiert und ich war ja mehr fürs Hörspiel zuständig. Und Herr Fröhlich, Sie schreiben, haben sogar ein preisgekröntes Synchrondrehbuch, zum Beispiel für Herr der Ringe, geschrieben. Das heißt also, ich glaube, für Sie alle ist Synchronisieren, so, was ja oft nicht so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, ist im Grunde ein Handwerk und mittlerweile auch ein preisgekröntes. Wird es unterschätzt in der Öffentlichkeit? Nee, das ist, glaube ich, ein Handwerk, was nicht unbedingt auffallen soll. Denn wenn man merkt, dass ein Film synchronisiert ist, dann ist er schlecht synchronisiert. Man soll eigentlich ja die Illusion haben, dass die amerikanischen Schauspieler Deutsch sprechen. Und für viele Leute ist das eigentlich immer gar nicht zu glauben, dass das eigentlich alles synchronisiert ist. Es war eben unglaublich zu sehen, 12.000 Leute kommen da zum Teil zusammen. Wie erklären Sie sich insbesondere noch den Erfolg bei Erwachsenen, die ja da also auch an ihren Lippen hängen? Das ist so entstanden im Laufe der Zeit, dadurch, dass wir das 1979 angefangen haben, haben das halt damals immer Kinder gehört und die haben das dann weitergehört, als sie schon Erwachsene waren. Mhm. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da wurde ja eine ganze Generation zum Hören erzogen. Mhm. Da haben die Eltern immer gesagt, wenn die Kinder noch abends kamen, oh, ich will aber noch Fernsehen, haben die Eltern gesagt, komm gar nicht in Frage, du gehst ins Bett, aber du darfst mal noch eine Kassette hören. Ja. Und deswegen schlafen die heute gerne noch ein mit den Kassetten. Ja. Und deswegen finde ich das auch immer gar keinen Frevel zu hören, wenn mir jemand sagt, den ich treffe, oder der mich anspricht und sagt, du, wir kaufen uns die drei Fragezeichen immer noch, denn wir schlafen so gern damit ein. Das ist eigentlich ein schönes Kompliment. Weil es ja toll ist, dass Sie sich nie zerstritten haben. Also ich meine, wenn einer aus dem Trio ausbrechen würde, dann ja, wäre der ganze Zauber im Grunde weg. Also pflegen Sie sich gegenseitig und den Herrn Klinkenberg insbesondere. Können wir nicht mit dem mal was zusammen machen? Ja, aber da müssen Sie mitmachen. Ich? Ja. Ja, als was? Sie sprechen einen betrunkenen Landstreicher. Oh. Ja? Oh. Okay. Gerne. So. Ja, so. Gibt es immer eine bestimmte Reihenfolge, in der Sie dann... Ja, ja. Ich bin immer genau hier. Ja. Was gibt es über den betrunkenen Landstreicher hinaus? Also worum geht's? Also ich meine, der ist eigentlich nur betrunken und macht... Der Text steht ja da, Sie müssen immer nur das lesen, das nicht... Immer nur was rot ist. Ja. Die Situation ist also folgende, das ist ein neuer Fall der drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen sind mit ihrem Auto unterwegs, denn sie wollen feiern. Justus Jonas hat Geburtstag. Und wie das so ist, sie fahren durch ein ganz verlassenes Tal. Es ist auch noch nachts, es ist schlechtes Wetter, es donnert. Und was passiert natürlich an dieser Stelle in einem spannenden Fall der drei Fragezeichen? Der Wagen bleibt liegen. Genau. Sie befinden sich in einem Auto. Genau. Wir steigen in die Szene ein, also wir hören als erstes erstmal den Donner. Der Regen? Der Regen wird immer stärker. Hier gibt's bestimmt keine Autowerkstatt. Hier gibt's ja nicht mal Häuser oder sowas. Wir wissen ja nicht mal, wo wir sind. Ja, vielleicht können wir mal jemanden nach dem Weg fragen oder sowas. Ja, höchst unwahrscheinlich, dass in dieser Gegend bei diesem Wetter jemand freiwillig hier draußen herumrennt, Peter. Ah. Was war denn das? Ich kann kaum was erkennen. Es regnet so stark. Hey, seht mal. Da draußen steht einer. Was? Ein Mann. Er hat mit seinem Stock gegen das Fenster gehauen. Ja, lasst uns aussteigen, Kollegen. Vielleicht will er uns helfen. Nein, was ist, wenn er uns umbringen will? Du guckst zu viele Horrorfilme, Peter. Los, mach schon, Bob. Ja, okay, Justus. Gehen wir mal zu ihm hin. Ja. So.
Hallo? Was wollt denn ihr hier? Tja, wie Sie sehen, haben wir eine kleine Autopanne und brauchen dringend Hilfe. Na, was wollt ihr hier? Ja, gar nichts. Wir brauchen Hilfe. Aha. Ja, eine Werkstatt könnte uns weiterhelfen. Gibt es hier sowas in der Gegend? Nein, gibt's hier nicht. Wir mögen hier auch keine Fremden. Ah, wir wollen ja auch nicht hierher ziehen, sondern so schnell wie möglich wieder weg. Versuch's oben auf dem Berg. Der spricht jetzt so ein bisschen bajuwarisch, habe ich den Eindruck, aber es macht nichts, ist egal. Versuch's oben auf dem Berg. Ja, okay. Besser. Und was ist da oben auf dem Berg? Da ist das Schloss. Das Schloss? Wie kommt man denn da hin? Ja, von der Straße runter, in den Wald rein. Und wenn er oben am Schloss ankommt, sei er richtig. Und wenn nicht, dann nicht. Na super. Ich würde da aber nicht hingehen. Wieso denn nicht? Die Gegend hier ist nicht geheuer. Besonders nicht für Fremde. Nicht geheuer? Nicht geheuer, habe ich doch gesagt. Aber was soll das heißen? Das heißt, was es heißt. Ich an eurer Stelle wird ganz schnell umkehren. Ja, Sie sind gut. Wie denn? Zu Fuß oder was weiß ich. Kehrt einfach schnell um. Ich muss nämlich jetzt weiter. Aber eins noch. Ja? Kommt nicht auf den Gedanken, in einer von den einsamen Hütten hier zu übernachten. Die sind alle im Privatbesitz. Es könnte sein, dass man euch umlegt, wenn ihr da reinspaziert. Und es soll keiner sagen, ich hätte euch nicht gewarnt. Was war denn das für ein Typ? Ja. Mann, der hatte vielleicht eine Fahne. Also Kollegen, auf zum Schloss. Ja. Vielen Dank. Großartig. Das Laufen ist immer relativ leicht, glaube ich. Ist dankbar. Ja, ist ein dankbarer Job. Das war ganz toll. Herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt kann man auch nachvollziehen, warum das für viele so faszinierend ist. Man macht einfach die Augen zu und dann... Es ist wie Kindergeburtstag. Ja, nein, dann entsteht das tatsächlich alles im Kopf. Kann so ein Film dann nicht doch enttäuschen, weil auf einmal das... was man so sich in seiner Fantasie vorstellt, ist auf einmal ganz anders? Ich glaube, das kann man trennen. Die Leute, die gerne ihre Hörspiele hören, werden sich auch weiterhin ihre Figuren dazu vorstellen, wenn sie damit einschlafen wollen und wenn sie das hören. Und ich glaube, der Film hat eine eigene Faszination und zeigt einfach mal Figuren, wie sie sein könnten. Und ich glaube, er zeigt sie auf eine ganz schöne Art und Weise. Dann danke ich recht herzlich den drei Fragezeichen und insbesondere Herrn Klinkenberg. Ganz toll, was Sie an Geräuschen fast aus dem Stegreif produzieren können. Vielen Dank. So. Jetzt frage ich Sie doch einfach mal, sitzen Sie zuweilen gern vor dem Fernseher? Ja, sicher. Zum Beispiel auch mit einer Chipstüte. Auch, richtig.